So, ja, herzlich willkommen zu meinem Video zur schottischen Partie. Ich habe jetzt aus diesem Buch hier von Tarasch, dem letzten deutschen Weltmeister, mich auf die schottische Partie ein bisschen vorbereitet. Ich habe auch versucht, im Internet dazu Dinge zu finden. Allerdings bleibe ich dann, wenn ich im Internet suche, immer bei etwas hängen. Ja, ich werde euch das jetzt gleich mal zeigen. Also gut, Tarasch sagt halt E4, E5, Springer F3, Springer C6 und D4. Dann sind wir in der schottischen Partie. Wie gesagt, hier kann man jetzt vielleicht mal gerade noch der Vollständigkeit halber zeigen. So wäre italienische Partie, Läufer C4 und Läufer B5 wäre spanische Partie. Aber wir machen, wie gesagt, schottische Partie. Schottische Partie ist D4. Dadurch ist sie charakterisiert. Dann geht es so weiter, dass Schwarz hier rausnimmt. E schlägt D4. Ja, tut mir leid, ich muss ja die Figuren immer so am Rand irgendwo platzieren. Ich muss mal schauen, ob ich mir irgendwie was besorge, wo ich die sonst noch hinlegen könnte. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ich lege die jetzt mal hier hin. Spielen jetzt gar nicht viel. Auf jeden Fall hier. E schlägt D4. Darauf Springer schlägt D4. Und dann sagt Tarasch, müsste Springer F6 kommen. Und das findet man halt im Internet nie. Im Internet findet man dann eigentlich immer als Vorschlag Läufer C5. Ja, wobei Tarasch dann später noch schreibt, das ist eigentlich die veraltete Variante dieser Läufer C5. Darum hat mich das so gewundert, warum es im Internet halt wirklich immer dieser Läufer C5 ist. Als Antwort. Und zwar wäre es nach Läufer C5 so, dass das nicht schlecht ist von Schwarz, sondern solide. Wir haben dann eine ausgeglichene Stellung, aber wie gesagt eine ausgeglichene Stellung. Und mit Springer F6 haben wir einen leichten Vorteil, beziehungsweise sogar einen großen Vorteil. Nach Springer F6 hat Schwarz wohl übertriebenerweise, sagt Tarasch, fast schon gewonnen. Darum wäre die schottische Partie eigentlich durch die Entdeckung dieses Zuges Springer F6 eigentlich widerlegt. Gut, ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich konnte das jetzt auch auf die Schnelle nicht so schnell einschätzen. Vielleicht könnt ihr da was zu schreiben. Vielleicht kennt sich ja jemand noch besser darin aus. Ich habe mich jetzt speziell damit beschäftigt, weil mir online oft passiert ist, dass ich in die schottische Partie abgerutscht bin oder dass ich sie gespielt habe beim Online-Blitzen. Und ich fand es überraschend, sage ich mal, egal welche Farbe ich gespielt habe, immer hat Weiß gewonnen. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie man das spielt. Ich habe das im Blitzen quasi gespielt, also das möchte ich dazu sagen. Da ist es dann vielleicht die Unerfahrenheit. Ich kann mir die ja später nochmal mit euch in einem anderen Video angucken. Aber das war halt für mich jetzt der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir gesagt habe, diese Eröffnung möchte ich mir mal angucken. Okay,
nach dem dringend erforderlichen Springer F6 folgt dann in der Hauptvariante, sagt Tarasch Folgendes. Das hält Tarasch dann auch für ja, fertige Theorie sozusagen. Springer C3, Läufer B4, ja, hier sind halt da jetzt noch ganz viele Anmerkungen gewesen, was alles falsch gemacht werden kann. Ich möchte jetzt ganz schnell nur diese Hauptvariante durchgehen und die zwei Verbesserungsvorschläge, die Tarasch gemacht hat. Also, wir sind jetzt bei Läufer B4, fünfter Zug. Springer schlägt C6. Genau, wir tauschen hier die Springer ab. Und dann muss man natürlich mit dem B-Bauern hier rausnehmen, wenn man nach den Eröffnungsregeln geht, unbedingt. Und auch natürlich, nicht nur wenn man nach den Eröffnungsregeln geht, dass man diese Bauern möglichst ins Zentrum kriegen möchte. Dass das positiv ist, weil dann dieser Bauer mehr ans Zentrum gekommen ist, sondern auch, weil nach diesem Zug hier der Damenabtausch droht, wo man dann sein Rochaderecht verliert. Also nehmen wir schön mit dem B-Bauern raus, befreien hier den Läufer und können hier quasi später den Plan entwickeln, um den abzutauschen. Und den dann quasi ins Zentrum gebracht zu haben, den B-Bauern. Der Bauer ist hier nämlich viel mehr wert als hier. Umso weiter die Bauern am Rand stehen, umso weniger sind sie am Ende wert. Weil man die Bauern am Ende dann auch immer schlecht durchlaufen lassen kann. So, dann kommt Läufer D3. Weiß ist am Zug. Läufer D3. Ja, wenn ich jetzt hier ein bisschen unbeholfen wirke, ist ein ganz komischer Effekt. Darum habe ich mir schon gedacht, war vielleicht sogar ein Fehler, dieses Demo-Brett zu kaufen. Es ist so dieser typische Effekt, wenn man an der Tafel steht. Vielleicht kennt ihr das früher von der Schule. Am Sitzplatz hat man noch alles 100% im Griff gehabt und dann steht man an der Tafel und macht irgendeinen komischen Fehler und man merkt es überhaupt nicht selbst, wenn man versucht wird, darauf hinzuweisen. Das ist irgendwie so diese Blindheit, die man manchmal der Tafel hat. Also, Läufer D3 bauen wir jetzt. Da hat ja hier auch noch eine Nebenvariante, aber wir wollten das ja ganz, das Ganze ja möglichst schnell durchkauen. Ja, darauf kommt D5. Der D5 wird dann auch geschlagen. Das ist die Geschichte, die ich euch eben erzählt habe. Und dann schlägt hier der C-Bauer wieder zurück. Und dann haben wir den B-Bauern zu einem Damenbauern gemacht. Zu einem Bauern im Zentrum. Sehr schöne Sache. Jetzt kommt die kleine Rochade von Weiß. Und die kleine Rochade von Schwarz. Jetzt kommt Läufer G5. Hierhin. Ja, wir sehen hier diesen Spieß, die Fesselung. Der Springer kann sich nicht bewegen, ohne dass die Dame geschlagen wird. Dann folgt hier C6.
dass es Einzug, den Tarrasch nicht so schön findet. C6. Und nach C6 folgt Dame F3. Und Läufer E7. Der Läufer zieht wieder zurück. Dann wird hier der Turm auf die freie Linie entwickelt. Und der Läufer auf E6 gezogen. So, damit ist es jetzt zu einem Ende gekommen. Auf gar keinen Fall möchte Tarasche noch anwenden, sollte man jetzt H6 spielen, um den Läufer abzuwenden, weil dann folgt Läufer schlägt H6. Und G schlägt 6, dann kommt die Dame hier richtig in Fahrt. Auf E3. So, ja, auf E3. Droht hier den Bauern rauszunehmen. So spontan hätte ich die Dame jetzt hier hingestellt. Ach, gut. Wir werden schnell zurückstellen. Sind nämlich zwei Züge, die mir nicht so ganz gut gefallen haben. Und wie gesagt, schreibt bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr von diesen Varianten haltet. Und ob ihr denkt, dass der Läuferzug vielleicht doch besser ist. Weil, wie gesagt, mich wundert das, wenn Tarasch das so schreibt und es dann in der Praxis scheinbar heutzutage anders gemacht wird. Auf der anderen Seite, ich habe natürlich auch die Kommentare zu dem Buch gelesen und ich weiß, dass man sagt, gerade dieser Eröffnungsteil von Tarasch, der gilt mehr oder weniger als veraltet. Aber wie gesagt, weil es quasi nochmal zurückgeht, weil Tarasch das schon als veraltet dargestellt hat, das, was heute quasi Praxis ist, wundert es mich schon. Auf der anderen Seite ist natürlich Tarasch auch noch ein Dogmatiker und vielleicht hat er sich da einfach in der Idee verrannt. Ihr könnt das gerne unter den Kommentaren diskutieren. Wir machen hier nochmal ganz schnell E4, E5, Springer F3, Springer C6. Bis dahin die ganz normale Partie. Und dann so schnell kann es gehen. C6 ist jetzt wohl scheinbar die Hauptvariante zu Tarasch seiner Zeit. Tarasch verwirft diesen Zug als nicht so gut und sagt, Leute, zieht lieber Läufer E6. Darauf folgt dann vermutlich F4, Turm E8 F5 Läufer C8. Der Läufer zieht wieder zurück. Wo ich mir jetzt die Anmerkung gemacht habe, der Läufer C5 finde ich interessant. Muss ich mir mal genauer angucken. Ich habe mir jetzt nicht die ganze Zugfolge
aufgeschrieben, aber ich habe das dann noch ein bisschen zu Ende analysiert. Kann ich auch demnächst mal machen, diesen Zug einfach auszuführen und ja, dann, wie das vermutlich weitergeht. Aber wir sind jetzt ja bei Tarasch-Variante, wie Tarasch das lieber weitergespielt hätte. Läufer C8, Dame F3. Und Läufer B7. Hier jetzt der Läufer, kann der Bauer, wenn man den Läufer geschützt hat, schön so einen Abzug erzeugen. Diese Stellung sieht ziemlich gut aus für Schwarz. So, und jetzt sind wir wieder in dieser Stellung, wo jetzt vorgeschlagen wird C6. Und wir uns eben angeguckt hatten, was passiert denn, wenn wir Läufer auf E6 ziehen. Bei diesem Zug findet Tarasch nicht so besonders schön. So, den spielen wir jetzt aber trotzdem, sagt Tarasch, um uns den anderen unschönen Zug anzugucken. Dann kommt Dame F3 und dann steht hier auf meinem Blatt Läufer E7. Das sagt Tarasch, ist ein Angsthasenzug und der ist nicht gut. Statt dem Läufer zu ziehen, schlägt er vor Turm B8. So, dann haben wir Turm B8. Läufer schlägt F6. Dame schlägt F6. Ausrufezeichen. Das ist wichtig, man das auch wirklich so macht, oder es ist ein guter Zug. Dann schlägt die Dame zurück. Dann schlägt hier der Bauer zurück. Und ja, das können wir jetzt natürlich gerne machen, wenn die Damen abgetauscht sind, dann ist der König nicht mehr so in Gefahr. Dann hat man hier oft die Gelegenheit, die Bauernstruktur hier ein bisschen zu lockern. Dann macht das kein Problem, dass wir hier jetzt ein Doppel bauen und hier so ein Loch haben. Springer E2. Springer muss zusehen, dass er hier so ein bisschen umdisponiert, damit er an den König rankommt. Läufer D6. Läufer D6. B3. C5. C4. Nein, falsch. C5, Springer G3. Wie gesagt, der Springer muss auf den Königsflügel, um den König anzugreifen. Und dann kommt C4. Ja, wie wird das jetzt vermutlich weitergehen? Ich würde sagen, hier muss ja quasi rausgenommen werden mit den Bauern. So. Ja. Wir sehen, dass Schwarz
hier mehr Raum hat. Vom Material ist es 1, 2, 3. Es ist gleich, allerdings hat Schwarz das Läuferpaar. Was bei Schwarz wirklich nicht schön aussieht, ist hier diese Bauernstruktur. Aber das kann man verkraften. Okay, das war es von mir soweit. Wie gesagt, ich denke nicht, dass ich über die Erfahrung verfüge, um das hier hundertprozentig ausrechnen zu können, um hundertprozentig Bescheid zu wissen. Mich hat das sehr gewundert. Ihr könnt ja mal bitte in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, ob das eine von seinen dogmatischen Spinnereien wieder war. Und oder ob es einfach total vernachlässigt und in Vergessenheit geraten worden ist, weil immer wieder gesagt wird, dass man sich dies quasi gar nicht mehr anzuschauen braucht. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, die passiert sein könnte. Ich finde es halt sehr eigenartig, dass ich quasi keine Erwähnung gefunden habe. Ich meine, erwähnen könnte man es zumindest, damit man weiß, wie die Meinung und wie die Sachlage ist. Nach Einschätzung dieser Personen, die denken, dass man es nicht spielen sollte. Tarasch geht, wie gesagt, so weit, dass er sagt, die schottische Partie ist widerlegt wegen des Springer F6 Zug. Also das sollte Weiß definitiv nicht spielen. Okay, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass dieses Schottische gerade wohl besonders populär deshalb geworden ist, weil Kasparov damit Karpov überrascht hat. Oder war es umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ja dadurch wieder in Mode gekommen, dass hier wahrscheinlich einfach die schlechte Vorbereitung oder so ausschlaggebend war. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Netzkaiser.